So, das ist jetzt ein Blick die große Straße runter in Richtung Bersenbrück. Ich stehe praktisch jetzt hier an der Stelle, wo uns das deutsche Haus gestanden hat. Hier befindet sich heute ein großer Parkplatz. Dies ist hier der Parkplatz. Und das wäre die große Straße in Richtung Osnabrück. Da hinten rechts die Kirche. Gegenüber das Küsterhaus, das ist also noch stehen geblieben. Das ist jetzt nochmal eine Totalaufnahme von dem ehemaligen Althaus Trennebel, hier Kotte. Das ist jetzt ein Blick in die Münsterstraße. Auch hier sind die alten Fachwerkhäuser verschwunden. Das ist das Hotel Schulte. Und da nochmal das alte Haus von Dr. Langer. Das ist jetzt die Ausfahrt Münsterstraße auf die Kuhstraße mit dem altdeutschen Haus. Das ist natürlich nicht das altdeutsche Haus, sondern die altdeutsche Bierstube. Karl Baum, ehemalig Hackmann. Gegenüber ist unser Geschäft in dem Haus von Hans Schulze. Daneben heute ein Sportgeschäft, Sportrese. Und das ehemalige, oder heute noch Wenninghoff, ist wieder ein Blick in die Münsterstraße. Das ist der Königsplatz. Neben unserem Geschäft. Und die Fahrradhäuser noch gut erhalten. Und das ist nochmal Karl Baum, die deutsche Bierstube. Wir fahren jetzt Mühlenort hoch in die Imker Straße rein. Hier rechts die jetzige Stadtbücherei. Und das ist ein Blick jetzt rauf zur Himker Straße. Dort oben ist schon die Autobahnüberführung zu sehen mit den hässlichen Schallwänden. Das Schrankwärterhäuschen ist noch im alten Stil. Hier die Autobahnüberführung, sie ist 1977 fertiggestellt worden. Die Himkerstraße ist heute neu, sehr breit, die hellste Straße, überhaupt im Bramsche. Das ist also ein Blick Richtung Achmar. Wir kommen jetzt zur Goethestraße. Also dann die Zubringerstraße zur Ausblick von der anderen Straßenseite. Nochmal runter wieder zur Innenstadt mit der Autobahnüberführung und im Hintergrund das alte Schrankwärterhäuschen. Das ist eine stark befahrene Straße jetzt hier, weil das die
Hauptverbindungsstraße ist nach Osnabrück. Wir fahren jetzt auf die Umgehungsstraße, auf die spätere Autobahn Richtung Osnabrück, direkt von der Goethestraße. Wir fahren aber nicht Richtung Osnabrück, sondern biegen hier gleich rechts wieder ab. Das ist der neue Zubringer zur Gartenstadt. Die Umgehungsstraße ist also direkt hier durch die Hasenwiesen gelegt worden. Erforderlich hierfür war die Hasenbegradigung. Das Ganze war Bauwerk von gut 10 Jahren. Es ist also immer hier noch die Durchfahrt durch die Hasenwiesen. Das führt uns dann hinten in die Gartenstadt. Wir kreuzen dann hier gleich die Osnabrücker Straße am Friedhof. Rechtzeitig ist gleich das neue Einkaufszentrum. Wir mussten hier vor der Ampel warten. Links ist der Friedhof und rechts jetzt das neue Einkaufszentrum. Noch ein paar Punker stehen hier auch. Einkaufszentrum LEZ. Es ist 18.30 Uhr und hier ist das NDR-Verkehrsstudio. Störungsmeldungen liegen nicht vor, aber eine Suchmeldung. Firma Watermeier, VW. Besucht wird Herr Harry Wendt aus Bremen, zurzeit auf Norderney mit einem roten VW Golf mit Bremer Kennzeichen. Wir fahren also nicht weiter in die Gartenstadt rein, wir biegen jetzt hier links ab über die alte Harry Wendt wird dringend gebeten, Roswitha Rieb in Bremen anzurufen. Das ist jetzt die alte Enkler Straße. Das deutsche Tennisteam in Richtung Struvenecke. Im ersten Einzel bezahlen wir. Ja, Wirbelstar ist ein großes Einkaufszentrum errichtet für Mobiliare, Gartenmöbel mit großen Café, Straßencafé. Und das ist jetzt hier Struvenecke. Das ist ein Blick in Richtung Gartenstadt, Firma Wasch. Wir fahren jetzt über den Damm Richtung Innenstadt wieder. Der argentinische Tennisweltranglisten von über die Hasebrücke. Ein Blick zur Hase runter. Die Einfahrt. Und dann auch das Startgeld forderte. In die Innenstadt. Nach der sechsten Etappe der Tour de France behauptet links die Kuhstraße. Kim Henderson, das Gelbtrikot der Spitzenbahn. Hier einmal die Großstraße, links mit der Kirche. Und der alten Post rechts, die als Restaurant umgebaut worden ist. Vizemeister Werder Bremen wird sich in der kommenden Saison wahrscheinlich mit dem österreichischen Nationalspieler Bruno Petzold verstärken. So, und das ist wieder die große Straße, das haben wir ja vorhin schon mal gesehen. Wir fahren jetzt die Bahnhofstraße hoch. Da hat sich eigentlich kaum was geändert. Der Bahnhof ist noch in alten Stil, die Post ebenfalls. Wir fahren jetzt zur Rollstraße rein. Rollstraße hat sich auch nicht viel verändert, außer eben hier links dieses schöne Haus. Und da wohnen wir. Das ist die Rhone.
Wohnstraße. Das wird, wenn sie fertig ist, mal die Straße in Breuel. Und hier hinten haben wir jetzt unsere Garagen.